Hallo zusammen, ich darf euch auf die Pfingsten her gerne nochmal ein kleines Lustigmacherli zu unseren Regio-Zeitungen hier empfehlen. Und zwar, sie sind ja jetzt draussen, die Zeitungen. Wir haben 9 verschiedene Regio-Zeitungen herausbringen, Auflage von über 300'000. Und unter anderem das Wallis ist ein Mega-Highlight, das am 25. Mai bereits ist rausgegangen mit einer Grossauflage mit dem Walliser Boot als Beilage. Und jetzt geht die Hoffnungsbotschaft also raus in 9 Regionen. Und heute im LiveNet-Talk schauen wir einmal so in einen Haupttalk. Ein kleiner speziellen. Wir haben nämlich das Glück gehabt, oder das Privileg, könnte man sagen, mit Loh und Lödyk ein Gespräch zu führen über Hoffnung und wie sie das so sehen. Die Gielen aus Bern, das Mundart-Pop-Duo, das ja mit 079 einen grossen Erfolg hatte. Seite 10, 11 in der Zeitung findet ihr das. Loh und Lödyk, durchaus hoffnungsvoll. Und heute, so für euch auch ein bisschen mitzunehmen auf die Reise zu den Regio-Pfingst-Zeitungen, die wir rausgebracht haben, haben wir gedacht, wir lassen euch gerne einfach den Talk hier auch laufen auf dem Kanal von LiveNet. Also viel Spass mit Loh und Lödyk. Der Markus Henni hat die beiden Berner Musiker getroffen im Progger hier in der Stadt Bern. Und wir hören doch rein, was sie für durchaus philosophische Gedanken sich gemacht haben rund ums Leben, rund um Musik, rund auch um Hoffnung. Ja, hallo zusammen. Heute darf ich für die Hauptzeitung Loh und Lödyk interviewen. Es freut mich extrem, euch hier zu treffen. Ich habe mich natürlich auf euch vorbereitet, aber vielmehr habe mich natürlich gefreut, dass ihr ein Album habt. Rausgebracht, ein neues Mercato. Und da bin ich auch schon die Songs intensiv studieren. Und mir hat der Song Taxi Taxi natürlich extrem gefallen, das darf ich so sagen. Ich musste ihn mehrmals hören, weil ich mir versucht habe, zu denken, was er alles aussagen soll. Aha, und ich versuche jetzt einfach mal zu sagen, was der mir sagt. Ah ja, unbedingt. Weil mir gefällt das Künstlerische immer so. Und Taxi Taxi würde ich jetzt drin interpretieren. Es ist der Wunsch nach Veränderung. Aber irgendwie habe ich kein Ziel gesehen. Also es ist so ein der Wunsch nach Veränderung, ohne zu wissen, woher. So ein Aufbruch. Mhm. Genau. Schön. Was mich sehr fasziniert hat, natürlich auch, ist dann, gleich hat es irgendwie etwas so Hoffnungsvolles drin, was darauf entstehen in diesem Aufbruch. Und was mir sehr aufgefallen ist, natürlich, ist die Frage drin, ihr wisst es auch schon, wer ist Jesus? Genau. Und ja, dann würde ich euch als Künstler fragen, was sind die Gedanken von diesem Song? Weißt du, was sie geschrieben haben? Yes. Ist das so der Wunsch von der Pandemie her nach Veränderung? Oder? Ja, ich glaube, es ist sehr. Ich würde sagen, so das Gefühl, das du beschreibst, ist relativ treffend eigentlich für die Vision von diesem Song, irgendwie, wo wir hatten, dass es um einen Aufbruch geht und um eine Veränderung, die weniger eine Frage vom Standort ist, ja. Obwohl wir als Vehikel jetzt ein Taxi haben gewählt, sondern mehr ja. Eine Frage vom Standpunkt. Ja. Also eigentlich eine Frage von Haltung. Das hat auch der Endo immer wieder schön gesagt, ja. Wo in diesem Song zitiert wird, einer der grössten Schweizer Berner Mundart-Texter. Ja. Und zur Frage, wer ist Jesus? Ich glaube, dort ist geht es eigentlich darum, zu fragen, wer empathisch ist. Wer empathisch ist und wer hilft. Mhm. Und das ist glaub, dort der Gegensatz zwischen einer Idee und einer konkreten Handlung, wie eben den Leuten von Pinto zum Beispiel. Ja. Sehr schön. Du hast da oder die beide geschrieben? Also es ist ja ein Mix, oder? So ein bisschen, es ist immer sehr ein Ping-Pong. Yeah. Man kann konkrete Ziele aufbröseln, aber wir haben gemerkt, dass wir häufig sogar falsch liegen.
Ah ja. Meine, ja, das ist von mir. Und dann plötzlich merkt man, ah nein, ich habe es aufgenommen, was vom anderen ist. Ja. Das ist sehr spannend. Aber ja, ja, es ist nein, überhaupt nicht so, dass man sich nur mit seinen Zielen, die man singt, irgendwie identifiziert oder mit seinen Strophen, sondern es ist einfach ein Produkt aus Gespräch und das ist dann so wie, ja, kann ich es dann, ich glaube, man behält es darum auch nicht so in Erinnerung, ja, wo es jetzt mal gegründet ist. So. Und wir wissen auch nicht so genau, wo es hergeht, weil jeder, wie so ich selber, dann so seine eigenen Gefühle auch rein interpretiert. Das ist schon mega wichtig, ja, ich glaube, eigentlich ist ein Lied oder ein Buch, eigentlich jede, ja, Form von Kultur erst dann vollständig, wenn sie rezipiert wird. Also wenn du etwas liest, tust du etwas dazu. Also es ist wie nicht das gleiche Buch, wenn du es nicht liest. So. Nicht das gleiche Lied, wenn du es nicht hörst. Ja, absolut. Und darum gibt es auch nicht eine eindeutige Deutung. Also es war jetzt sehr spannend zu hören, was bei dir ist passiert. Uh-huh. Manchmal hört man Interpretationen, die weiter weg sind als unser Dunstkreis, wo wir uns bewegt, aber sie sind nicht minder richtig. Sie sind einfach aus einer anderen Perspektive. Und ich finde, auch das kann man wirklich auf alle Formate übertragen. Absolut. Ja. Wir bleiben noch bei den Songs, wenn ich darf. Gerne, und zwar Zwischenzeit. Ja. Das ist noch einer, den mir sofort so in meine Gehörgänge eingenistet hat. Und dort finde ich so schön, dass das beschreibt er selber uns, das Melancholische dran. Und für mich ist dieser Song steht so nach Wunsch, nach Liebe und Geborgenheit. Ja. Es hat natürlich viel drin, so Nähe, aber es ist weniger so ein Wunsch, also so Sehnsuchtswunsch für mich, sondern eher so ein Beobachten. Ja. Und nicht so ein Hungern nach etwas, es könnte doch so nahe sein, sondern ich mal merken, wenn es richtig nahe ist und häufig vielleicht auch unreflektiert. Ja. Mhm. So. Ich glaube, es ist nicht eine Sehnsucht. Ich glaube, ich würde das auch so sagen. Mit Taxi, oder? Wo man schon zu weit sieht und dann ist man gleich da. Sondern die Liebe ist da und man schaut dann die Fragilität an und, und die Tiefe davon. Ja. Okay. Und das kann sich eben auch in ganz Alltagsszenerien festmachen, oder? Solange es eine Sehnsucht ist, tut man es häufig ein bisschen emporheben zu einer Trophäe, aber eigentlich ist es vielleicht ein Moment in der S-Bahn. Ja, genau, richtig. Ja. Und Melodie. Der Song, so, noch vielleicht zum Abschluss. Mhm. Der besingt ja so ein bisschen Zukunft oder eine Vorstellung oder eine Illusion von Zukunft. Illusion klingt immer illusorisch im Sinne von, dass es nicht möglich ist. Genau. Und utopisch hat auch immer der Anstrich, als wäre es nicht möglich. Ja. Aber es hat sehr viel Utopie gebraucht, für das wir sind, wo wir sind. Und es braucht noch viel, viel mehr für die Zukunft. Ja. Von dem her würde ich sagen, es ist eine machbare Zukunft. So eine hoffnungsvolle Zukunft, kann man sagen. Ja. Ganz sicher. Die meisten Zukunftsszenarien, die man zeichnet, sind häufig auf Netflix dystopisch. Das sind eigentlich nicht die, die wir brauchen. Ja. Ich glaube, man muss sich an Utopien orientieren, damit es nur annähernd in die Richtung geht. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen das Schild beim Autofahren, das man nicht so anschauen soll, sonst fährt man eh drin. Ja, genau. Das sehe ich genau. So. Mir ist aufgefallen, ich war jetzt ehrlich gesagt noch nie in einem Konzert gewesen. Wir waren vor dem 6. August. Aufgefallen, als ich jetzt Geschichte
Gesichter und Geschichten auf SRF geschaut oder den Eco-Talk geschaut. Mhm. Finde ich, die sind so sympathisch, sehr auf den Boden geblieben. Über. Hat aber echt den erfolgreichsten Schweizer Single geschrieben und rausgebracht. Und seitdem läuft es ja bei euch wie verrückt. Die Pandemie kam. Wie habt ihr das erlebt, weißt, der Einbruch von Auftritten und so? War das mega schwer gewesen? Hat das auch Angst gemacht? Oder? Es waren viele Punkte. Ich würde jetzt zuerst mal relativieren, wie gross das ist. Das ist immer noch der deutsch-schweizer Markt. Wir sind sehr privilegiert und es hat wirklich sehr funktioniert. Ich will zwar nicht klein reden, aber es ist immer noch in einem Rahmen, wo alles andere als bodenständig einfach sehr lächerlich wäre. Also wir sind ständig auf dem Boden, wie alle anderen auch. Und ja, das zeichnet sich eben auch in der Pandemie ab. Das war sicher eine schwierige Zeit gewesen, aber das war es für alle gewesen. Ja. Da gibt es verschiedene Branchen, die sehr gelitten. Und jetzt innerhalb von unserer Branche sind wir zwei Einzelpersonen sicher nicht die, die man jetzt am Abend muss Angst haben muss, sondern die haben viel, sehr, viel schwierigere Situationen gehabt. Alle Technikerinnen, Techniker hinten dran. Man weiss nicht, was für Material wo man amortisieren sollte und einfach alt wird. Wir sind einfach daheim gewesen, wo alt wurden. Ja. Aber auch fast alle anderen Musikerinnen und Musiker sind, sind in einer weniger privilegierten Position als wir. Oder? Weil wir, es kann fast niemand in der Schweiz von Musik leben. Ja. Und wir können das seit ein paar Jahren. Und schon allein das ist mega außergewöhnlich. So. Mhm. Absolut. Aber auch der Druck steigt ja da extrem. Wie geht mit dem Erfolgsdruck kommt, sogar mit Mercato vielleicht, dass man wie jetzt die Erwartung hat von den Leuten, jetzt liefern sie wieder einen neuen Hit. Ja, wenn man den Erwartungen hinten nachher rennt, kommt es nie gut. Ja. Der Mercato ist aber überall und immer präsent. Nicht nur in Musik. Genau. Ja. Und von dem her ist der Druck auch nicht nur in der Musik. Ja. Aber man muss sich so gut wie möglich loslösen von Erwartungen von außen und sich interne Herausforderungen oder Ziele setzen. So. Ja. Ja. Und vielleicht auch unterscheiden zwischen den Erwartungen, die von außen einem hergetragen werden und denen, die man selber hat. Also wo dann, und dort immer versuchen, das zu differenzieren. Dass zum Beispiel aber eine Frage, wie du sie gestellt hast, sehr oft kommt. Ja. Genau. Und das, aber eigentlich, wenn wir darüber reden, es gar nicht unser Ziel ist, einen Song zu haben, der unbedingt mega muss explodieren muss. Jetzt in Reichweite und Plays und Streams und Einnahmen und was auch immer. Ja. Sondern wir wollen einfach, dass der Song perfekt ist. So, das ist dem vorgelagert. Und gleichzeitig kann man sich nicht ganz loslösen. Ja. Auch vom reinen Erlebnis, mal so Songs zu haben, die so weite Wege sind gegangen. So. Was heisst denn, wenn ich darf zurückfragen, ein Song, der perfekt ist? Ja, er ist nie perfekt. Ich glaube, man den Moment, wo man nicht wüsste, was man würde anders oder neu machen oder besser, das ist der Moment, wo man aufhört, Musik machen. Ja. So ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber es geht in die Richtung, oder? Ja. Dass man immer wieder etwas Neues möchte machen. Ja, ich glaube, verstehe, es geht nicht einfach um einen Erfolg können zu feiern oder zu haben, sondern eigentlich um gute Kunst zu machen, die darf auf Freude stoßen. Es muss nicht immer Freude sein, gute Kunst kann auch hässig machen. Es gibt genug Gründe in der Welt, wo es jeden Tag hässig sein. Da muss man sich auch ein bisschen Sorgen haben. Aber, und nicht einfach nur in alle Abgründe konstant hineinschauen. Man muss zu sich selber schauen. Darum, da kann Musik auch sehr helfen. Aber ich glaube, es kann eben auch schwierige Themen vermitteln und mobilisieren. Genau. So, es geht in sehr viele verschiedene Richtungen. Ja. Aber Freude gehört da definitiv dazu. Ja, genau. Also Berührungsängste
habt ihr, glaube ich, nicht eure Kunst drin, so wie ihr das... Das wäre bei ihr, das eigentlich irgendwie mit vielleicht Themen anzugehen oder so. Ich spreche jetzt mal den Kurt Marti an. Mhm. Das ist ein Song, der mich sofort natürlich angesprochen hat. Mhm. Und dort ist mir natürlich aufgefallen, halt, dass der ja, eigentlich sehr schwierige Themen ja, annehmen, also aufnehmen, gerade der Job. Oder eben auch das Thema Hoffnung, das ja dann vorkommt, wo ja extrem schwere Themen sind. Also jetzt gerade der Umgang mit dem, was wir eigentlich als Gesellschaft ja möglich verdrängen und ausklammern. Mhm. Und wir können irgendwie das ja, also der Herr Marti, bringen. Der Herr Marti hat ja das gemacht, jetzt in dem Beispiel, wo du sagst, wir ja da gar nicht textlich nicht mehr so viel müssen machen, wir haben nur noch arrangiert. Ja, meine Ausgabe. Es hat sicher leichtere Gedichte von ihm. Ja. Und ich finde, er ist eigentlich ein schönes Beispiel, oder? Er war ein sehr politisierter, politischer Pfarrer, ein sehr kritischer Pfarrer, der seinen Resonanzraum hat genutzt für viele Themen, die aus gewissen Kreisen immer wieder vor den Kopf gestossen und gesagt, ja, gehört das jetzt zur Aufgabe von einem Pfarrer? Und das kann man eigentlich recht analog übertragen. Es gibt immer wieder Mails, wo Leute sagen, ja, bleibt einfach bei der Musik, tut ein bisschen singen. Okay. Und das ist ein spannendes Verständnis von Musik. Ja. Man kann sich immer fragen, wie man den Resonanzraum nutzt. Und ich finde, er hat ihn sehr wertvoll genutzt, so wie nicht. Ja. Ja, also sicher ein Vorbild inhaltlich. Okay. Aber ist das jetzt auch etwas, das euch selber auch beschäftigt hat, dass wir so schwere Themen, wo, wie jetzt eben der Tod, die uns auch weiter würden bringen, eben ausklammern? Oder? Ja, das ist sehr etwas Irritierendes. Und es wäre, glaube ich, wichtig, dass man da mehr in die Mitte wiederholt. Wie man es Dia de los Muertos macht, zum Beispiel. Dass die Toten den Tisch deckt. Das ist irgendwie eine schöne Tradition. Aber ja, ich meine, es geht ganz grundsätzlich darum, dass man beim Tod eines Familienangehörigen einen Freitag bekommt. Oder so. Ich glaube, so die gesetzliche Regelung. Also, es sind so wirklich ganz banale, bürokratische Absurditäten, die natürlich das so mega stützen, dass man für die Trauer und für den Abschied keine Zeit hat. Das ist jetzt im privaten Bereich. Ja. Alles kann man schreiben. Und jetzt, gerade weil wir vorhin darüber geredet haben, wir sind ja sowieso als Schweiz Chefinnen und Chefin im Verdrängen. Ja, ja. Wenn wir vom Tod reden, dann reden wir jetzt von unserem privaten, familiären Tod. Aber unser Verhalten hier generiert ja wirklich einfach Tod an anderen Orten. Also, du kannst. Wenn wir sagen, wer ist Jesus? Glencore ist definitiv nicht, sondern des Teufels. Und dann kannst du einfach nachschauen, ja, okay, hier sind 5000 Kinder, die sind gestorben in den letzten Jahrzehnten. Wir haben einen vergifteten See. Wir haben das einfach auch verdrängt, obwohl wir die sind, die politisch etwas ändern können. Und darum ist die Verdrängung ist sehr weitgehend. Wenn man das immer präsent hat, würden wir alle draufgehen. Das ist mehr mit der Balance zwischen sich Sorgen und hässlich sein. Ja. Also es ist so ein bisschen außer Acht lassen, dass es uns vielleicht auch ein bisschen... Auf Kosten von anderen geht. Ja, okay, genau. Ja. Also in grösstem Mass. Ja. Absolut. Ja, ich würde noch schnell auf das Thema Hoffnung sprechen. Ja, finde ich gut. Super. Finde ich gut. Auch ein bisschen etwas definitiv. Genau. Lockerung. Und zwar... Also die tut ja so, also für meine Interpretation echt Hoffnung vermitteln, einfach von eurer Art, wie ihr seid. Mhm. Aber bei euch kommt ein bisschen Ausgang, kommt ein Konzert hören, kommt ein geniessen. Fragt sich eben, was die Songs alles für spezielle Sachen drin haben. Ich meine, 079 hat auch jeder Auslände gesehen, vor allem in der Schweiz. Und ja, habt ihr euch auch den Anspruch, wenn es ein bisschen Hoffnungsträger zu sein, in Kunst oder... Nein, im Fall das glaube ich nicht, würde ich sagen. Ja. Was wir uns jetzt zum Beispiel vor unserer ersten Konzerttour nach der Pandemie haben überlegt, ist, dass sie
wie du sagst, immer Freude und Freiheit und ein bisschen Ausnahmezustand präsentiert, oder? Das ist immer eben genau, wie du sagst, ein Ausgang, Wochenende, Freizeit, Freiheit, Freude, Liebe, alles so Sachen. Und gleichzeitig steht das ja jetzt in einem noch viel krasseren Kontrast als sowieso immer schon, auch direkt hier. Die Pandemie ist noch nicht durch. Und die zwei Jahre sind jetzt recht heftig gewesen, auch hier. Und gleichzeitig haben wir das erste Mal seit langer Zeit einen Konflikt, der so gross ist, wie schon sehr lange nicht mehr. Es gibt verschiedene Konflikte auch in den letzten 25 Jahren, wo man zu wenig darüber redet. Aber eine neue Dimension von Konflikt, die einem runterzieht. Und dieser Kontrast ist schon grösser als sonst. Und wir haben uns überlegt, wie wir, also es ist echt, gibt ein komisches Gefühl, eine grosse Dissonanz. Und wir haben gefunden, es braucht die eben, du sagst es immer schöner als ich, weil nur wenn man zu sich selber schaut, zu seinem eigenen auch emotionalen und energetischen Haushalt, kann man solidarisch sein. Es klingt schön, jetzt muss man es einfach noch machen. Ja, also es braucht auch Action, also man muss irgendwie auch einen Preis zahlen. Preis zahlen? Oder sind im Westen tätig? Das sind auch sehr wirtschaftliche Leute. Ja, das ist so ein bisschen wirtschaftlich vor mir. Ja, es zeigt ja eigentlich nur, in welcher Welt wir leben, oder? Sobald wir sogar wenn wir über Empathie reden, kommen wir sofort in eine, so eine ökonomisierte Sprache hinein. Es lohnt sich. Das muss man ausgleichen. Das muss man sich leisten. Ja. Es zahlt sich aus. Ja, ja. Also wir werden dort noch ein bisschen mehr, ein bisschen locker haben. Nein, das ist schön, also das ist richtig sehr spannend. Sehr spannend, ich finde, ihr habt absolut recht. Also wir schauen immer, sofort geht alles um das Geld, um den Erfolg, ja. Vielleicht auch Leistungsdruck, natürlich, von unserer Gesellschaft haben. Und dort ein bisschen Lockerheit reinzubringen, würde uns allen gut tun. Es ist eben nicht Lockerheit. Also ich verstehe das mit der Lockerheit. Es geht ein bisschen das Ausgleichen rein, wo wir jetzt auch davon geredet haben. Und gleichzeitig ist das auch immer hochproblematisch, weil so Lockerheit. Meine Freundin sagt immer so, ja, und dann, weißt du, machen sie über Mittag Yoga, einfach damit sie am Nachmittag noch effizienter arbeiten können. Also, dass quasi das Self-Care-Ding eigentlich nur dazu dient, dass man wieder noch fitter ist für einen Profit. Ja, genau. Darum ist es so wie Lockerheit, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es auch nicht so gut. Es ist nicht so locker. Nein. Es ist Knorzis. Ja. Ja, schwierig mit uns. Ey, gar nicht. Also, dann seid ihr dort so ein bisschen entspannt unterwegs, wenn ich weiß, wenn ich jetzt entspannt. Ja, weißt, wenn ich das wüsste. Das ist kein Gerät. Nein, überhaupt nicht. Finde ich uns nicht so entspannt. Aber also, ich habe uns gern so. Aber entspannt. Geht mir auch. Ja. Entspannt wäre anders. ja. Nein, es ist einfach nicht. Das ist nicht unser Attribut. Aber vielleicht, das siehst du immer wieder schön, ich glaube, so in der Musik tragen wir beide so ein, man hat schon so ein Vertrauen drin, das so wie, hey, also weißt, man kann, wenn man es zu fest durchdenkt, ist es so wie, warum steht ihr auf die Bühne? Also seid ihr sicher? Mhm. Oder? Ja. Und dort haben wir irgendwie, und das kann man entspannt nennen, so ein Vertrauen, so wie, ja, wir gehen raus, wir haben so viel Liebe für das und irgendwie kommt dann so viel Liebe zurück. Ja. Und es bleibt ein kleines Wunder, aber es passiert und wir haben immer wieder auch... Aber nach diesen zwei Jahren haben wir gedacht, können wir das überhaupt noch selber wieder auf die Bühne stehen? Was ist unsere Rolle? Und sie haben aber gleich wieder recht blind einfach reingestürzt und haben sehr wertvolle Konzerte schon wieder hinter uns. Ja, voll. Die wir nicht mehr missen. Von dem her, dort braucht es sicher eine gewisse Entspanntheit, möchte jetzt uns nicht abschreiben, dass wir wieder auf die Bretter stehen. Also ihr macht euch, was ihr macht. Weil ihr es liebt, was ihr macht. Kunst, also die Songs. Ja, genau. Und dort drin ist immer auch viel. Es ist eben lustig, weil das, was man liebt, ist schon manchmal unglaublich streng und so, bis man zufrieden ist. Also sei es jetzt Lied fertig geschrieben oder live bis zum Moment. Und ich glaube, wenn es nur ist, ist einfach der Applaus. Der wäre es wirklich. Ja. Hat es nicht den Stellenwert bei uns? Es treibt uns um, wir tragen es um. Manchmal katapultiert es uns in Höhen und Freude, die fast nichts kann generieren kann. Und manchmal ist es sicher oder einer der schwereren Rucksäcke, die wir tragen, aber wir auch gerne tragen. Und wir wissen, es
kommt wieder so ein Moment. Absolut. Ja. Ja, es klingt schön, aber es ist eben wirklich mit viel Arbeit verbunden. Also, aber wie jeder Job, aber dein Job. Jede. Ja. Und jede da draußen. Absolut, ja. Ja, und persönlich, wenn ich fragen darf, weißt du, so halt eben nach dieser Pandemie-Zeit, aktuelle Zeit, die wir noch drin sind, die auch schwer ist, mit dem Blick auf die Ukraine. Ja, hey, also, was ist das Thema Hoffnung für euch? Also, weißt du, habt ihr die Hoffnung, dass irgendwie wieder Frieden kommt, dass der, ja, dass die Menschen wieder gerne ein Konzert gehen? Wieder rauskommen aus dieser Zeit. Das läuft ja gleichzeitig. Ja, genau. Der Krieg läuft ja neben Konzert. Ja, absolut. Das ist immer die Gleichzeitigkeit des Ungleichen auf dieser Welt. Genau. Und Hoffnung ist mega wichtig, weil wenn man keine Hoffnung hat, hat man es verloren, glaube ich. Ja. Als Gesellschaft und auch individuell. Mhm. Ja. Und sonst, ja, stimmt schon sehr viel traurig und ratlos. Ja, also jetzt mal da Punkt machen. Ja. Und es schadet, ich glaube, so Zeiten ziehen auch beträchtlichen Schaden mit sich, auch für uns hier. Und ich meine es jetzt nicht ökonomisch, sondern einfach auch ideell, eben, wie wieder über Aufrüstung geredet wird, dort ist sicher nicht meine Hoffnung zu verorten. Ja. Also, dann können wir uns noch alles kaufen, was es gibt. Ja. 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 Ja, aber definitiv habe ich persönlich Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich glaube schon, dass es besser geht. Ja, also das, ich glaube, ja, voll. Ich glaube, man weiss, dass es besser kann sein und gehen. Ich würde aber auch, wie du jetzt sagen, so die generelle Entwicklung der letzten Jahre ist schon nicht. Gar nicht geil, alles andere eigentlich. Komplett in die falsche Richtung. Sich auch ständig aber so Räume verschieben vom Sackbaren. Das ist im Sinn von, auch wenn der Trump jetzt nicht wiedergewählt ist worden, dass es gleich vier Jahre lang hat normalisiert, dass einer der mächtigsten Personen von diesem Planeten so kann sein kann und das machen, was er gemacht hat. Und jetzt haben wir mit dem Putin wunderbar verschissener Nachfolger. Wobei er schon gleichzeitig war. Ja. Genau, wo schon vorher ist da war und jetzt wie einfach mehr ins Rampenlicht tritt vor Aufmerksamkeit. Und das ist auch ein Punkt, glaube ich, wo wir hier immer, also das mit der Hoffnung, denke ich manchmal, ja, habe ich Hoffnung, es könnte ja nicht mehr. Und dann denke ich, ja, vielleicht ist es eben auch nicht nur Hoffnung, sondern auch einfach Privileg können. Sehr richtig. Weil wir halt hier sind, das will einfach ignorieren. Ich kann das immer wieder einfach ignorieren, wenn ich will. Weil ich habe grundsätzlich Möglichkeiten dazu, die meisten von diesen Themen zu ignorieren, während dann das ganz viele Leute das nicht haben. So, und darum, das macht natürlich Hoffen einfacher. Ich muss auch weniger darüber nachdenken. Ja. Obwohl es weniger nötig ist. Ja. Absolut. So. Ja, und ich muss mir etwas hoffen, zum Anfang zurückkommen zu dieser Strophe, wer ist Jesus? Hast du ja gesagt, ja, da hat die Frage hinter drin, wer ist Empathie, also empathisch, wer hilft? Ja. Wer ist der, wer ist Jesus für euch persönlich? Auch dort greife ich wieder zurück. Ich habe gestern so einen Social Leader zugelassen von Kolumbien, der unter schwierigsten Bedingungen gegen so Konzerne kämpft und Lebensgefahr. Dort wird jeden Tag ein Social Leader erschossen in Kolumbien. So Mobilisierung für ein soziales Thema ist sehr viel schwieriger als hier. Und das, also das gibt mir einerseits ist einfach eine Hochachtung vor so Menschen und auch Hoffnung in die Menschen, dass es so viel möglich ist, obwohl der Hebel viel weniger lang ist als uns. Ja. Und das nimmt dann wiederum mehr in die Pflicht. Und darum verurte ich, ja, dass sie, wenn man überhaupt vom Konzept Helden reden sollte,
sie sind dort für mich zu finden. Ja. Und du hast schon noch etwas? Ich finde das super. Ist gut? Ich finde das ein gutes Beispiel. Sehr gut. Mhm. Was ist für euch der Begriff, was Nächstenliebe? Das ist so ein Begriff, der viel in der christlichen Welt geprägt ist. Was bedeutet das? Oder? Nächste ist immer sehr nah. Und ich fände es super, wenn man merkt, wie die Welt nah ist. Also wir sind alle auf der gleichen Kugel. Und dass wir das Nächste nicht zu nah zum Nachbarn denken, sondern ja, dass wir alle Nachbarn sind. So. Ja. Aber ich verorte das schon so in einer Empathie und ja, an einem Menschen. Ja. Ja, würde ich sagen. Ja. Also wenn ich noch schnell auf die Frage vorher komme, wer ist Jesus, dann würdest du das lieber eigentlich auf jemanden sehen. Also nicht Jesus ist vielleicht ein Held, sondern ein Held sind halt die, die wirklich tagtäglich kämpfen bis zum letzten Hemd. So was für das Gute ist. Ja, was ist jetzt der Unterschied für dich? Also ich weiß nicht, was du möchtest fragen. Weißt du, dass das so, also ist jetzt so ein bisschen interpretiert, dass das bei Jesus vielleicht ein bisschen ausweicht auf etwas? Und, also nicht im Negativ, nein, aber weißt du, er versucht, den Wind zu machen zu Jesus. Oder ja, das hat er gefunden. Voll, ja, ja. Aber, ja, ich bin nicht religiös erzogen worden. Ich bin nie in die Kirche. Ich glaube nicht an Gott. Ja. Beziehungsweise glaube ich, dass Gott und Religion ein System ist, wo... Oh, oder nein, ich möchte auch hier den Endo Anaconda zitieren. Ich bin wenn schon 8 Milliarden Gott. 8 Milliarden? Gott existiert ja nur, weil wir daran glauben. Ja. Wir glauben an viele Götter. Geld ist ja auch so etwas. Und wenn wir nicht daran glauben würden, dann würde es plötzlich nicht mehr funktionieren. Ja. Und wir brauchen offensichtlich irgendwelche Glaubenssysteme. Für mir sagt jetzt, jetzt einfach das nichts. Ja. Oder sehr wenig. Aber natürlich bin ich als Mensch, der sich interessiert für Sachen, auch sehr interessiert an Religion und an dieser Idee. Ja. Und darum ist für mich änder Jesus ein Ausweichen, als dass wir Jesus ausweichen. Ja. Weil das verortet es neu her, wo man... Ich weiß es nicht. Wo ich nicht, ich sehe es nicht. Ja, genau. Ich kann aber sagen, ja, das Social Leader in Kolumbien. Genau. Ja, schau, da. Alle, die... Dort siehst du, der 8 Milliarden ist bei ihm sehr sichtbar. Genau. Ja, das aber jedem und jeder hat zu, irgendwo hat man das in sich. Ja, okay. Yes. Also, ich wollte mir sagen, eben Held. Held ist eh ganz schwierig. Ja, absolut. Helden müssen so meistens sterben und das ist ja auch das Problem. Genau. Ja, und Heldinnen. Ja. Hat ja Jesus in dem Fall auch müssen. Genau. Genau. Schoblad. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, wir sind nicht weit. Ja, er ist es doch nicht. Genau. Auf die Zukunft von Lödig noch zu sprechen zu kommen. Also, die sagen ja auch bei der Schweizer Markt, dass es 079, ich will nicht klein reden. Also, für die Schweiz war es riesig, gewesen, der Erfolg. Aber gleich ist es ja nicht. Also, ja, planet ihr die Zukunft auch international mal statt? Also, gibt es die englischen Song von Lödig? Oder? Also Wachstum ist glaube ich nicht das, was uns in dieser besättigten Idee antreiben sollte. Ja. Das wäre jetzt meine Prognose, ist, sieht schlecht aus. Aber wenn es mal für ein Lied mega passt, in einer anderen Sprache oder so, das ist nicht etwas, was wir kategorisch ausschließen würden, sondern es wäre einfach mega schön. Unsere Sprachkenntnisse sind einfach sehr begrenzt. Es ist viel, wo man sich ja sagt, ja, ich habe mich so entschieden, ist mehr einfach, weil man nicht anders kann. Ja. Aber an dem kann man auch arbeiten. Wir können ja einfach noch ein bisschen besser werden. Ich wusste eine Sprache und er sehr gerne mal so etwas so singen.
aber nicht jetzt aus einer Expansionsgedanken heraus, weil auch das fände ich vermessen. Ja. Das wäre es nicht. Sehr, sehr spannend. Ja. Hey, merci viel mal für das sehr spannende Gespräch. Danke dir, ja. Schön zu hören. Offenheit hier. Ich bin auch über so Themen zu reden mit euch. Die Hoffnung und auch Glauben. Wo man sich ja auch immer auch ein bisschen weit altert. Ja, wenn vielleicht auch nicht immer einfach nur angenehm fällt. Ja, das ist für mich nicht so ein. Aber ich weiss, dass es für viele Leute so aus dem Fenster lehnen ist, wenn sie da müssen, wie die Gretchen fragen. Ja. Hey, danke vielmals für das Gespräch. Das war es für die Hauptzeitung mit Loh und Lödig. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.